Das sind ja gar keine schönen Neuigkeiten, also dass sie die Kirche verlassen hat. Ja, sie fühlte sich wohl nicht ganz so wohl innerhalb der Strukturen und zweifelte etwas, ja. Und wo genau ist ihre Behausung gewesen? Ihre Residenz, wie gesagt, etwas außerhalb von Zorgan, ungefähr 20 Meilen, aber dies ist jetzt Bannland, beziehungsweise von Dimiona und von Helmer Hafax eingenommen. Der Krieg, der seit einiger Zeit tobt und wie ein Sturm über uns hereingebrochen ist. Verstehe. Aber ich glaube, sie hatte einen Bekannten hier in der Stadt, der sollte irgendwo hier in der Altstadt von Zorgan sein. Wahrscheinlich mitten in den eher in den Vierteln, die man soll eher meiden sollte, einige kleine Hütten und Karten. Ich meine, sie hatte dort eine Bekanntschaft, den sie öfter einmal besucht hatte und einige Tees mit ihm getrunken hat. Eventuell, wenn ihre Bleibe, ihre Altersresidenz zerstört worden ist und sie sich durch die Tore gerettet hat, könnte sie eventuell irgendwo in der Altstadt von Sorigan aufzutreiben sein. Das wäre ja hervorragend. Also ich traue es ihr schon zu, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat und sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Cornelius. Sie ist eine herausragende Hesinde, Hochgeweihte, und ich denke auch, dass sie weiß, wann man kämpfen sollte und wann nicht. Und nun Gott, in ihrem Alter ist, glaube ich, nicht mehr davon auszugehen, dass sie noch einen Kampf bestreiten wird. Das stimmt wohl. Sagt mir doch einmal, was ihr über diesen Bekannten in der Altstadt wisst und wie wir ihn finden könnten. Sie sagte immer etwas von hinter dem Theater. Das klingt jetzt sicherlich nicht sonderlich hilfreich, oder? Nein, ich fürchte nicht. Wir wissen nicht, wo das Theater ist. Wo ist denn dieses Theater? Fangen wir damit an. Das Theater könnt ihr dann von der Hauptstadt aus, von der Hauptstraße aus sehen. Sein Name war Chalik ibn Hamilkar. Chalik ibn Hamilkar. Ihr müsstet vielleicht einmal hinter dem Theater nach ihm fragen. Vielleicht kennt man ihn dort. Ich weiß auch nicht, was seine Profession war. Und hinter dem Theater kann es ja nicht so viel ausergeben. Richtig, und selbst wenn, ein Name ist schon sehr hilfreich. Ihr müsst wissen, das ist eine eigene Stadt früher gewesen. Einstmals gastierten 40.000 Menschen in Zorigan, bis dann vor 100 Jahren die Zorganpocken die Hälfte davon gerafft hat. Eine schreckliche Zeit. Gut. Das hat uns schon sehr weitergeholfen. Vielen Dank. Wenn meine Begleiter noch Fragen haben, wäre es wohl gut, die jetzt zu stellen. Ja, nur eine an den jungen Mann hier. Trägt man den Bart hier so oder ist das eine spezielle Form? Ach so, der Herr Golut hatte sich gerade gefreut. Und wenn du aber auf den Bart von dem alten Mann deutest, ja. Das ist etwas, was wir von den Mudramulim übernommen haben, beziehungsweise die Koftar waren hier in Sorigan nie ganz anerkannt. Das ist etwas, die Koftar waren eher in den Kuchoma-Landen unterwegs, aber wir berufen uns auf die alten Mudramulim. Und das ist eine Kleidung, die, beziehungsweise auch eine Bartmode, die sie gepflegt haben. Aha, also wenn man sich hier anpassen will, muss man den Bart so flechten. Wenn man etwas auf die Etikette gibt und alte Gewohnheiten, wenn man sich mit der Staatskunst auskennt oder vielleicht bei dem König vorsprechen will, dann solltet ihr eventuell euch so etwas überlegen. Allerdings macht es, glaube ich, auf den gemeinen Tulamiden, auf den gemeinen Aranier hier, es ist eine Modeerscheinung. Ah, gut zu wissen, gut zu wissen. Habt ihr vielleicht ein Buch über diese Gepflogenheiten hier? Über die Haartrachten, Barttrachten, Moden? Wir wollen ja nicht auf den falschen Fuß anfangen. Sicherlich. Also es mag sicherlich einige Geweihte geben, die auch darin etwas Nutzen sehen. Ich habe die Bücher dazu selber nicht geschrieben. Ich habe mich auf Pflanzen spezialisiert. Aber schaut doch einmal in der dritten Passage das siebte Bücherregal. Dort sollte in der zweiten Zeile, dort solltet ihr einige Bücher finden, die dieses, ich glaube, da habe ich mein Buch selbst damals hergehabt.
dürfte ich mir dieses Buch eventuell auch längerfristig leihen? Wenn ihr es zurückbringen könnt, selbstverständlich. Natürlich. Das ist eine Bibliothek. Natürlich. Hervorragend. Sekunde. Einen Moment, Freunde. Ihr seht mich also in dieser Tiefen dieser Bibliothek verschwinden und nach diesem Buch suchen. Bleiben wir jetzt hier stehen, während er sucht, oder? Wir wollten doch noch wegen der Tränke fragen. Richtig. Ja, nach einem geeigneten Alchemisten. Seht ihr das auf jeden Fall, das Tempel total vergessen. Weil die so eine gute Adresse dafür sind? Und weil sie mir sicherlich sagen können, wo ich welche herbekomme, die nicht mittels Magie hergestellt. Aber wir würfeln auf Lehren. Okay, gedacht Orientierung, aber okay. Nee, ist Lehren. Lehren? Lehren als Gesellschaft, ne? Lehren? Da. Ja, als Gesellschaft. Ja, du findest es. Es sind tatsächlich nur 3 Bücher. Du greifst zuerst zu dem Falschen, wo du nur etwas findest über Kultur und Tracht in den Thulamidenlanden, aber dann siehst du daneben noch ein zweites Buch, in dem du dann auch ein Kapitel über die Kofta und die Mutramul findest. Sehr schön, sehr schön. Wie ein Schatz presst du es an deine Brust und kommst dann wieder zurück. Ich hab's gefunden! Ja, wurde auch kleine Zeit. Großartig. Ihr kennt euch in einer Bibliothek aus. Wir sind tief begeistert. Strahl über das ganze Gesicht. Vielen Dank. Wie war euer Name gleich noch einmal? Mein Name. Ihr wollt vermutlich den Ordensnamen wissen. Hisindian. Hisindian. Vielen Dank. Hisindian, wisst ihr, wo man in dieser Stadt vielleicht ein paar alchemistische Tränke oder ähnliches besorgen könnte? Die würde es sicherlich auch auf dem Bazar geben. Vielleicht für jemanden, der nicht sein gesamtes Geld in den Thulamiden landen lassen möchte. Ich möchte gute Qualität, aber mich dabei nicht komplett verausgaben, wenn möglich. Da müsstet ihr natürlich mit den richtigen Händlern sprechen. Oder aber ihr versucht es wieder an einem am mondsilbernen Palast, also bei den Madabasari. Die Madabasari führen quasi alles. Aber auch zu hohen Preisen mit einer bestimmten Qualität. Quasi gute Preise, gute Besserung. Ich weiß nicht, wollen wir uns nach einem anderen Händler umschauen oder wollen wir einfach dahin gehen, wo wir sicher wissen, dass wir was bekommen? Wenn es einen guten Händler auf dem Bazar gibt, warum nicht? Aber auf dem Bazar könnten wir auch böse übers Ohr gehauen werden. Wenn ich das mal so formulieren darf. Es ist euer Geld. Ihr könnt es entscheiden. Wir werden auf dem Bazar böse übers Ohr gehauen werden. Gibt es nicht von der Hesindekirche lizenzierte Alchemisten eventuell? Ja, selbstverständlich, aber die stellen ihre Tränke nur für den Eigenbedarf her, beziehungsweise zur Forschung und nicht zum Verkauf. Ah, ich verstehe. Schade. Aber wir haben einige alchemistische Gerätschaften oder Rohstoffe und wenn ihr mögt, könnt ihr in unseren Lehrlaboratorien selbst brauen. Für eine gewisse Spende an den Tempel. Wenn wir die Zeit dazu finden, eventuell. Bitte, Raffin? Dafür bin ich leider zu blöd. War ja auch nicht gemeint. Leck mich, Alvin. Nicht hier, bitte. Ja, dann müssen wir wohl zum Mondsilbertempel, oder? Oder wollt ihr erst euch das Theater anschauen? Ich weiß nicht. Nun, wir sind jetzt schon in Alzoregan. Wir sollten wohl zunächst das Theater aufsuchen. Ich denke auch. Wo ist das denn genau? Also, die Altstadt ist ja groß. Uns wurde gesagt, dass man es von der Hauptstraße aus sehen könnte. Okay, und das sieht einfach aus wie ein Theater? Nee, also so ja. Wie ein Theater aus. Ein Theater sieht wie ein Theater aus. Man erkennt es schon von weitem. Ja, gut, aber das Theater jetzt in Gareth, die sehen ja nicht aus wie ein Theater. Also, sieht das aus eher wie... Es hat eine Bühne und einen großen Eingang. Es müssen schließlich Leute hinein. Ist es denn ein überdachtes Gebäude oder ist das draußen? Ist das mir so eine Art? Okay, ein hochreiches Gebäude. Okay, gut. Das überdachte Theater. Na gut.
Ja, ich dachte nur, es könnte ja auch sowas sein wie in Alanfa, so eine Art Arena oder sowas. Das wäre natürlich auch möglich. Ich weiß nicht, ich dachte, ihr wisst es. Ich wollte nur mal nachfragen. Ich weiß, wie Theater im Allgemeinen aussehen, aber... Oh, wir werden schon was finden. Das denke ich doch auch. Sekunde, ich muss noch dieses Buch hier in diesen Index eintragen. Sekunde, ich trage halt dieses Buch ein mit meinem Namen und lasse den 5 Silbertaler in den Opferstock fallen daneben. Vielen Dank, Kisinian. Wir sind mit euch. Und mit euch. Gut, ich werde auch noch eine kleine Spende da lassen und dann würden wir uns auf den Weg ins Theater machen. Gut, beziehungsweise dahinter. Also wenn ihr an die Hauptstraße herankommt, könnt ihr zwischen den Häusern so ein bisschen nach links und rechts schauen, ein paar Meter gehen und wenn ihr dann ein paar Meter gegangen seid, dann könnt ihr tatsächlich auch die Spitze dieses Amphitheaters erkennen und dann über eine Seitenstraße herantreten. Wo ihr euch ein bisschen umsehen könnt. Das Theater ist verlassen, ist auch abgesperrt. Es gibt aktuell keine Aufführung, geschlossen aufgrund von Krieg. Ganz stumpf steht das dran. Und wenn ihr hier einbiegt, könnt ihr aber auch sehen, dass die Gassen schmaler werden. Der Lärm wird zusätzlich abgestumpft. Das Lärm vom Bazar selbst konntet ihr auch nicht mehr hören, auch weil jetzt hier eine Stadtmauer auch noch dazwischen ist. Und ja, es wird enger und enger und die Gassen, die Häuser werden höher. Es liegt ein bisschen mehr Dreck hier herum. Man hat sich nicht mehr wirklich drum gekümmert. Ihr könnt auch ein paar Ratten quieken hören. Ihr seid jetzt in der Altstadt von Sorrigan. Also ich muss ja zugeben, ich bin beeindruckt, wie Architekten so eng und so hoch bauen können. Ja, das ist doch gar nichts. Es gibt unterirdische Städte, die sind weitaus komplexer als das hier. Von mir wurde gesagt, die kann man nicht besichtigen. Da musste man Zwerg sein, um da rein zu dürfen. Tja, wir haben es halt gut, ne? Ja, aber ich bin kein Zwerg, wenn es dir noch nicht aufgefallen ist. Doof für dich. Ja, das ist richtig. Aber ich fürchte, Rafim, du würdest da wahrscheinlich auch nicht reinpassen. Ja, so teilweise verwinkelte Gassen und die laufen auch so eng zusammen, dass nur noch ein Kind sich seitwärts hindurchschieben kann. Einige verborgene Plätze oder schmale Straßen. Also das Ding ist, teilweise lauft ihr dann auch in Sackgassen oder sowas herein, dass ihr dann auch umdrehen müsst. Einige Male passt dann auch nur Iserun oder so hindurch, aber die anderen nicht. Auch gerade dann der kleine dicke Boltax oder der große dicke Rafim, sodass ihr auch einfach wieder umdrehen müsst. Trainiert, okay, ich nicht nehme dick. Es zurück. Die dick. Architekten waren Idioten. Oder besoffen oder noch schlimmer. Es ist einfach eine Stadt, die über Jahrtausende gewachsen ist. Jahrtausende. Ich befürchte einfach, dass hier zu wenig Platz für zu viele Leute war. Ja, offensichtlich. Also, ich dachte, wir hätten diese ganze Rattenbande hinter uns gelassen, aber jetzt quiekt es hier aus allen Ecken. Das gefällt mir nicht. Ja, wir haben einfach so enge Gassen, die nur für Ratten zugänglich sind. Hier entstanden die Zorganpocken. Und wenn ihr euch mal hier oben seht, also wie gesagt, einige Ratten könnt ihr sehen. Und wenn ihr dann tiefer hindurchdringt, könnt ihr auch Leichen sehen, die hier einfach liegen gelassen worden sind, um die Fliegen und die Maden kreisen und von innen nach außen sich drücken, das Fleisch wegfressen. Also die liegen hier tatsächlich schon ein bisschen länger und haben dann ein eigenes Ökosystem dann erschaffen, was sicherlich auch ganz interessant wäre, von der Hesindekirche mal erforscht zu lassen. Aber ja gut, Bettler, Diebe, die hier herumlaufen, heruntergekommene Hütten, halb verschüttete Keller. Herzlich willkommen in Alt-Zorrigan. Und um euch herum seht ihr auch keine Stadtwachen, keine anderen Reisenden. Nichts, was irgendwie auf weiteres Leben schließen lässt. Ab und zu mal so Klacken von Holzladen, die euch dann ansagen, es muss hier Bewohner geben, aber die wollen mit euch nichts zu tun haben. Wieso reißt man ein solches Gebiet nicht einfach ab und baut es vernünftig neu auf? Ja, fast so schlimm wie ein Mördersgrund hier. Ja, das ist ja wieder eine Ratte. Boah, sind die Viecher groß hier, ist ja widerlich. Überall sonst konnte man sich vor Straßenkindern kaum retten. Hier ist gar keins zu sehen. Wie seltsam ist das denn? Ja, vor euch, ihr biegt gerade wieder eine weitere Straße ein, könnt ihr sehen, wie da sowas in die Garküche steht. Ein heruntergekommener, schmieriger Mann steht dahinter, dünstet irgendwie so ein paar... Was dünstet der da? Fleisch. Irgendein Fleisch. Und ihr könnt daneben auch zwei, drei Dirnen erkennen, die hier ziemlich abgemagert stehen.
und in einem zerrissenen, verlotterten Kleid da rumstehen und dann auch wohl sowas wie ihre Dienste anbieten. Aber von Kundschaft ist weder für die Dirn noch für den Gar-Koch nichts zu erkennen. Isarun, ich denke, es ist besser, wenn ihr mit solchen Leuten sprecht. Es ist ja auch eine Stadt, wo Frauen sehr wichtig sind. Ich denke, das sollten wir ganz euch überlassen. Ach ja, sehr großzügig von euch. Sollten reden sollten. Naja, wir müssen irgendwie diesen, wie hieß er noch gleich? Schalek ibn Hamilkar? Ja. Ja, irgendwie müssen wir den ja finden. Und hier sind, habt ihr schon irgendwelche Namen auf den Türen gesehen? Ich jedenfalls nicht. Das wäre auch sehr ungewöhnlich. Ich glaube, auf der hier steht verpisst euch, aber mein Tulamidia ist nicht so gut. Ihr könnt Nein, das ihr lesen. Habt recht. Für mich sind das nur gekrakelte. Was soll Schrift sein? Ja, Boltag, so guckst dich ein bisschen um, du kannst auf der anderen Tür einfach nur noch einen blutigen Handabdruck erkennen. Das verstehe ich wenigstens, aber. Wir sollten uns beeilen, um aus diesem ungastlichen Viertel hinauszukommen. Und was schlagt ihr vor, dass wir tun? Wir können schlecht eine Tür einreißen und dann Frag Bewohner dort diesen fragen. Mann oder diese Frauen. Das ist richtig. Ja wohl nichts. Ich marschiere auf die Garküche zu. Hey, ein bisschen Fleisch? Wir haben gutes Fleisch. Ihr seht ein bisschen abgemagert aus. Kommt schon. Sehr freundlich, aber wir sind auf der Suche nach jemandem. Gerne will ich euch eure Auskunft natürlich entlohnen. Wir sind auf der Suche nach Schalek ibn Hamilkar. Wisst ihr wohl zufällig, wo er wohnt? Der alte Schalek? Klar weiß ich das. Dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir mitteilen würdet, wo. Wollt ihr mich erstmal ein paar Ratten abkaufen? Nein, das wird nicht nötig sein. Ich drücke ihm ein paar Heller in die Hand. Guckt sie sich an? Könnt ihr nicht auf ein Silber voll machen? Gewiss doch, bitte. Gut. Aber der alte Schalek, der wohnt in einem gefährlichen Viertel von Al-Sorigan. Das ist gefährlich da, da wird man abgestochen. Das ist ungünstig. Würde euch denn jemand einfallen, der uns dorthin begleiten und dafür sorgen könnte, dass uns nichts passiert? Für ein Silber fällt mir da keiner ein. Wie wäre es denn mit 2 Silbern? Nee, da muss es schon 5 Silber sein. Zu viel darf es auch nicht sein, sonst werde ich von den eigenen Leuten abgestochen. Sonst fragen die gar nicht nach, wenn sie sehen, dass ich die Dukaten habe. Wie wär's denn mit 4? Nee, gib mir 5. Dann gebe ich euch die Knüppler. Dann gebe ich euch die Knüppler mit an die Hand. Von mir aus. Wer ist denn der Knüppler? Das sind Fragen, die wir nicht stellen, Jalan. Er wird einen Knüppel haben. Wollt ihr einen Rattenspieß? Nein, danke. Nee, danke. Hier sind eure 5 Silber. Danke, junge Dame. Ich kauf dem Mann einen Rattenspieß ab. Und dann schmeiß ich die Ratte ungesehen in den Gulli. Es gibt hier keinen Gulli. Er wird auf die Straße uriniert. Dann halt auf den nächsten Haufen Unreins. Ja. Gibt's ihm Bier? Man sollte mit so etwas... Niemand sollte so etwas in den nehmen müssen. Ja, er entfernt sich von seiner Garküche, lässt das einfach stehen. Die Dirnen schauen eifersüchtig da so hin. Und wenn er dann nicht gerade aufpasst, könnt ihr auch sehen, wie eine Dirne kurz herantritt und sich so eine Ratte dann vom Grill runterklaut und dann erstmal in ihre Tasche steckt, damit sie das nicht gleich erstmal isst, sondern ja, ihr seht dann auch so diese schmierige Suppe dann in ihrer Tasche, so ein bisschen das verfärbt. Kleid, also ja, es ist wie gesagt kein wirkliches Kleid mehr. Es hämmert irgendwo an eine Tür. Knüppler! Ja. Wir brauchen dich hier. Könnt ihr kurz irgendwie hören, ihr seht ihn gerade nicht, ist er in der Gasse verschwunden und dann könnt ihr sehen, wie ein riesiger Mann mit einem großen, ist das ein Knüppel, ankommt? Es ist ein Knüppel. Gibt ihm seinen Namen und er erinnert euch so ein bisschen an Rafim. Rafim, du musst dich so ein bisschen gerade mal konzentrieren, ihn jetzt nicht zu prügeln. So, wirf über eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, so, ne? Er ist halt genau dein Kaliber. Na, oh, würde schon reingehen, würde reingehen. Ich sehe das in das Gesicht. Da könnte ich... Ja, kannst du gerade noch zusammenreißen, dass du euren Führer nicht verdrischt. Die alten, die Herren hier, die werte Dame, wollen zum alten Jalik. Ja, den kenne ich. Ja, dann führe sie dahin. Aber nicht überfallen.
Okay, hin. Habt ihr Geld? Nö. Aber dann macht das doch gar keinen Sinn, dass wir euch überfallen, oder? Eben. Gut, kaputt. Viel Spaß noch. Ja, und so könnt ihr gemeinsam mit dem Knüppler durch die Straßen von Alt-Sorrigan laufen, bis ihr dann an einer kleinen Hütte ankommt. Ja, Hütte, es ist irgendwie so ein eingestürzter Kellerferch. Also es gibt 2, 3, 4 Stufen nach unten. Das reicht nicht für ein ganzes Stockwerk. Er hämmert einmal gegen die Tür. Ja, wohnt der alte Chorlück. Danke. Vielen Dank. Danke. Soll ich hier warten, sonst werdet ihr überfallen? Ja, wartet. Ja, das wäre sehr hilfreich. Bitte gute Idee, wartet. Knüppler. Gute okay. Idee. Ist klar. Ja, Seraphim, ihr denkt mit. Gehen wir hin, klopfen wir an die Tür. Aufmachen, Bahnstrahl! Ja, also wenn du anklopfst, kannst du auch sehen, dass die Tür aufschwingt. Es war nicht verriegelt. Die Tür ist aufgebrochen gewesen. Und ja, wenn du jetzt gegenhämmerst, dann schwing, schwing, schwing. Und du stehst in sowas wie einer kleinen Küche. Sehr eng, also ihr müsstet euch alle den Kopf einziehen. Nur Boltax kann hier gerade stehen. Ja, direkt vor euch so eine alte, schmierige, eiserne Gussplatte. Jalan, ich glaube nicht, dass du hier noch zuständig bist. Hört euch das an. Lieber hoffen. Ja, das ist richtig. Sicher, dass du sie nicht zerbrochen hast? Also ich glaube auch, dass ihr sie zerbrochen habt. Ihr beide wisst einfach nicht, wie gute Arbeit aussieht. Kommt jetzt. Könnt ihr da euch mal umschauen? Ein Schwert. Natürlich weiß ich, wie gut die Arbeit aussieht. Dann kannst du ja schon mal vorgehen. Da hinten ist die Decke irgendwie noch niedriger. Komm hier gar nicht vernünftig rein. Ist das Haus schief gebaut worden oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, das ist hier nur der halbe Keller von irgendwas, was hier mal gestanden hat. Wir wollen es nicht wissen, wir wollen nicht hinterfragen. Hallo, ist hier jemand? Ja, keine Antwort. Ihr könnt allerdings auch sehen, wie hier 2, 3 Türen noch abführen. Und wenn ihr dann mal in die Küche reintretet, mal die erste Tür aufmacht, könnt ihr sehen, wie da wohl ein Bettkasten steht. Allerdings das Bett selber dazu, Stroh ist durchgeweicht, durchgesiebt. Irgendjemand hat da noch ein paar Decken hingelegt. In dem zweiten Raum ist es wohl auch sowas wie ein Durchgangszimmer. Seht ihr auch, wie unglaubliches Chaos herrscht. Hier sind auch viele Stoffe auf dem Boden, als ob hier viele Menschen am Boden geschlafen haben, sodass ihr dann drüber steigen müsstet. Ah, wieso kann der Haarfax nach jemandem fragen, der auch zu finden ist? Naja, ich kann mal in die Vergangenheit gucken, was hier so passiert ist. Bitte wie? Als was? Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Na gut, dann halt hier nicht. Seht ihr irgendwelche Leute, die sich hier erleichtern? Das muss doch nun wirklich nicht sein. Was ist denn mit den anderen Zimmern? Ja, wenn ihr einmal mit dem Kopf eingezogen durch dieses Durchgangszimmer hindurchlauft, kannst du eine weitere Tür öffnen und stehst in einer gigantischen Bibliothek. Boah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Du siehst auch, wenn du nach oben guckst, keinen Himmel, sondern nur Sterne. Ja, ich bleibe erstmal mit offenem Mund da stehen und guck mir alles an. Die Bibliothek ist größer als der Hesinde-Tempel. Isarun, was ist denn euch? Da steht im Weg. Ist eine Bibliothek. Schaut mal. Das. Trete tiefer in den Raum hinein. Die sieht jetzt nicht wirklich geplündert aus, oder? Das muss doch eine Illusion sein. Ich guck mal nach. Nach dem Stein, der hier verbaut worden ist. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Sonst wäre doch diese Bibliothek größer als... also das Haus drinnen größer als draußen. Das geht doch nicht. Und der Mensch stehen. Werdet ihr sie wohl durchschauen können, nicht wahr? Einfach mit der Hand voraus, nicht, dass ihr gegen eine Wand lauft, die gar nicht da ist. Ihr könnt sehen, wie sich jetzt, oder ihr könnt hören, wie sich jetzt alte, tattrige Schritte über den Boden bewegen und sich dann hinter einem der Bücherregale eine Frau zeigt. Unglaublich alt, schlohweißes Haar in einer grünen Robe. Es ist eine Bibliothek, ihr müsst leise sein. Verzeiht. Dann dreht sie sich wieder um und verschwindet. Was war halt, das denn? Einen Moment. Ich hätte eine Frage.
Ja, ihr eilt alle hinterher. Wie gesagt, ihr könnt jetzt alle diesen Sternenhimmel über euch erkennen. So schön habt ihr die Sterne, so hell habt ihr die Sterne noch nie leuchten sehen. Bücher, uralt, in verschiedensten Schriften, teilweise mit Runen, die ihr noch nie gesehen habt. Irgendwelche Schriftzeichen, krakelige Sigillen. Und wenn ihr dann herantretet, beziehungsweise Boltak schiebt sich dann an Isarun vorbei, huscht dann hinter ihr hierher. Du kannst sehen, wie sich die alte Frau wieder an einen Tisch setzt und du siehst neben ihr eine Echse stehen, die allerdings sehr reglos dort steht. Sieht fast aus wie eine Statue. sie rückt sich den Stuhl wieder zurück, dreht sich dann einmal wieder um, legt den Finger an ihren Mund. Psst, ihr müsst leise sein, eine Bibliothek. Naja, aber hinter euch steht eine Echse. Psst. Hast du was gefunden, Boltax? Eine Echse. What? Eine Echse? Ja. Hast du eine Echse? Keine Hexe, eine Echse. Ach so. Ich steck das Schwert wieder weg. Was sucht man denn eine Echse an? Eine Bibliothek. Lesen, Abelmir, was will die sonst hier? Jetzt seid alle ruhig. Richtig. Ich würde erstmal ein Bücherregal betasten, ob das auch wirklich real ist. Mhm. Uralt. Ach was.